Hallo liebe Videofreunde, wir sind wieder zu Hause und hatten einen ganz schönen Aufschlag zu Hause. Ja. Wir sind 3 Wochen unterwegs mit 3 Wochen Wäsche, Schmutzwäsche. Eine Maschine hat unsere Waschmaschine noch gemacht und dann war sie kaputt. Und dann mussten wir jetzt eine neue besorgen wegen einem kleinen Ersatzteil, was man einfach auf die Schnelle nicht kriegt. Nee. Wenn überhaupt 2 bis 3 Wochen. Ja. Tja. Naja, also, so hat's angefangen bei uns, wie das immer so ist, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. Aber jetzt wollen wir mal zu den schönen Dingen kommen. So, also, unsere Reise war wunderschön. War einfach, ja, eine tolle Tour gewesen, hat Spaß gemacht. Unser Ziel war, die Polarlichter zu sehen. Das haben wir erreicht. Und natürlich hat man in dieser Zeit nicht so, in dieser kurzen Zeit, in der wir da waren, nicht so viele Möglichkeiten halt eben, ja, was Filmen und Fotografieren betrifft. Man braucht ganz viel Glück, um diese Polarlichter zu sehen. Dazu komme ich nachher noch gleich. Aber wir haben sie gesehen und wir hatten auch 3 wunderschöne Abende gehabt, ja, wo wir sie gesehen haben. Wir waren völlig zufrieden. Wir haben auch alles richtig gemacht. Wir haben uns dann entschieden, nicht mehr nach Finnland zu fahren, sondern langsam schon runterzufahren. Sind nochmal an die Westküste von Norwegen. Und das haben wir auch vorher noch nicht gesehen. War sehr, sehr schön gewesen. Also die ganze Tour als solches war, also wir würden mal sagen, gut, ne? Wir, ja, haben es richtig gemacht, alles. Ja. Das Schönste an dem Urlaub, na klar, waren die Polarlichter, aber auch, dass wir 2 ganz tolle Familien kennenlernen durften. Ja. Und ja, das hat uns super gut gefallen. Wir möchten uns auch nochmal bedanken für die Gastfreundschaft, sowohl beim Alex als auch bei Frieda und Hardy. Das war sehr schön gewesen. Und wir haben durch Frieda und Hardy natürlich dann nochmal eine andere Ecke von Norwegen kennengelernt. Auch das war toll, eben diese Westküste. Naja, und Alex und Familie, die sind einfach auch eine Herzensangelegenheit. Das ist eine wunderbare, nette Familie mit der kleinen, ja, Josie. Und die möchten wir auch auf jeden Fall nochmal besuchen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Vielleicht schaffen wir es sogar dieses Jahr nochmal. Müssen wir mal schauen. So. Wir kommen mal dazu, was braucht man für so einen Urlaub? Na, also ihr habt gesehen, was haben wir gebraucht? Was brauchst du? Du brauchst, auf jeden Fall würde ich empfehlen, Schneeketten mitzunehmen. Ja. Weil wir haben keine Spike-Reifen. Wir haben uns umentschieden. Ich hatte vorher eine Anfrage gemacht in Schweden, in Göteborg. Da hätte man welche kriegen können, die kannst du dir leihen. Die Spike-Reifen meinst du? Ja, aber dann sind 2 Tage weg. 1 Tag, um hinzufahren und die montieren zu lassen. Der zweite Tag ist weg, wenn du das wieder zurückbauen lässt. Ja. Und jetzt sind wir ja nicht im tiefsten Winter gefahren, ja, sondern so eine Zwischenzeit. Also wir haben sie nicht gebraucht. Aber Schneeketten würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die haben wir zwar auch nicht gebraucht, aber das war auch viel Glück dabei, dass wir es nicht gebraucht haben. So, auch die Leiter würden wir empfehlen mitzunehmen. Ja, haben wir zwar auch nicht gebraucht. Ja, weil es nicht geschneit hat, aber, ja, wenn es schneit, braucht man sie doch. Und, ja, auch ist es nicht verkehrt, eine Leiter zu haben, die man überall ansetzen kann. Uns hatte jemand noch einen guten Tipp gegeben, wie man das mit dieser Isolationsrolle noch ein, ja, bisschen verbessern kann, dass es keine Kratzer am Auto gibt. Weil wenn du eine Leiter nur hinten und dran hast, kommst du mit dem Besen ja nicht bis ganz vor, ja, und kannst den Schnee dort nicht entfernen. Also von daher ist eine flexible Leiter auf jeden Fall unseres Erachtens nach das Richtige. Man braucht eine gute Batterie. Das war Gold wert, dass wir die Lithium hier reingemacht haben. Weil wir konnten, wenn wir wollten, 2 Tage stehen mit laufender Heizung, ohne uns Gedanken zu machen. Und länger stehen wir sowieso nicht irgendwo, dann fahren wir eh weiter. Und an Landstrom waren wir an sich selten. Ja, bei Konrads waren wir an Landstrom. Ja, ansonsten einmal, ja, auf dem Campingplatz. Ja, am Campingplatz waren wir 3 Mal oder so. 3 Tage. Mehr war, ja, das gar nicht in der ganzen Zeit. Ansonsten waren wir freigestanden. 2 Mal, ne? Könnte auch 2 Mal gewesen sein, ja. Ach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Also, ja, also allerhöchstens 3 Mal. Ja, also die Batterie war Gold wert. Ja,
Und wir haben aufgeladen, auch zwischendurch. Wir haben uns dann noch diesen, wie nennt sich das? Das Teil hier unten. Naja, das war ja aus der Not geboren. Ja. Wir hatten für einen Zigarettenanzünder so einen kleinen Inverter, dass du zwischendurch mal was aufladen kannst. Oder einen richtigen Stecker für brauchst, so wie unseren Staubsauger oder so. Und das Ding ist natürlich auch kaputt gegangen. Und dann haben wir da rumgesucht. Dann habe ich in Jokkmokk oder wo das war, so ein Teil hier. Und der hat uns wirklich gute Dienste geleistet, weil den konnte man nämlich auch anschließen an die Batterie. Den konnte ich direkt an die Aufbaubatterie anschließen. Michael hat ihn jetzt da unten so ein bisschen vertebt. Ja, weil wir mussten ja erstmal irgendwie festmachen, dass das Ding ja nicht durch die Gegend fliegt. Irgendwann kommt ja noch ein Wechselrichter. Aber jetzt tut er erstmal wirklich seine Dienste. Ja, weil du musst dann halt nicht über einen Zigarettenanzünder gehen, was nur funktioniert, wenn die Zündung an ist, sondern das geht direkt an die Aufbaubatterie, musst dir keine Gedanken machen, machst deine Starterbatterie nicht leer, nix. Alles gut. Ja, war wunderbar. Dann hatten wir andere Scheinwerfer drin. Nee, andere Birnen. Birnen, ja, genau. Die Scheinwerfer sind die gleichen. Und ich habe dann LED-Birnen bei den Abblendlichtern, H7 Abblendlichtern, LED-Birnen reingemacht. Das geht. Das ist zugelassen. Gibt es zwei Hersteller, einmal Osram, einmal Philips. Und da kannst du dir dann direkt so eine Betriebserlaubnis runterladen für dein Auto, wenn das da aufgeführt ist. Und das Auto ist aufgeführt hier, sowohl bei Fiat als auch bei Karthago Malibu, dass du das machen darfst. Das lädst du dir runter und packst zu deinen Fahrzeugpapieren, dass, wenn Fragen kommen, kannst du sagen, hier ist zugelassen dafür. Und ich habe die Philips genommen. Aus dem einfachen Grunde, da brauchtest du gar nichts umbauen. Bei den Osram musst du, glaube ich, einen Adapter oder so mit anschließen. Und bei den Philips, die wechselst du wie normale Birnen. Steckst die einfach rein, gutes. Und die machen ein super, super helles und weißes Licht. Also das war... Das war da oben echt gut. Ja, die kosten 100 Euro. Das ist auch hier unten gut, davon mal ganz ja. Also das Paar kostet 100 Euro, ist natürlich ein stolzer Preis. Aber erstens mal sollten sie länger halten als die normalen H7 Birnen. Und zweitens ist es das wert gewesen vom Licht her. Und wenn man dann überlegt, was die da oben, also im Norden für Lichter sich... Ja, für die Fernscheinwerfer, die sie da haben, ja. Da auffahren, mein lieber Mann, als der Alex, als wir mal den einen Tag rausgefahren sind zusammen, der das Licht angemacht hat, da haben wir gedacht, das ist Tag. Ja. Wahnsinn, also was die da für Licht haben, aber die brauchen das wegen den Tieren. Ja. Die sind halt in der Nacht im Dunkeln, die haben ja sehr viel Dunkelheit, schlecht zu sehen. Die haben Bären, Elche, alles dort oben und Rentiere und da ist das wirklich, wirklich von Vorteil. Also das waren schon Hammerlichter gewesen. Ja. Ne? Und die fahren natürlich auch alle Spikes-Reifen, die brauchen sie auch im Winter da. Wir haben sie jetzt glücklicherweise nicht gebraucht. Ja. Für einen längeren Urlaub, also wenn man wirklich über mehrere Wochen, Monate fährt, 2-3 Monate oder so, würden wir, glaube ich, auch dann vielleicht mal schauen, dass man sowas bekommt. Entweder man hebt sich die Dinger auf oder ja, wie auch immer. Ja, du kriegst sie ja hier in Deutschland nicht. Du musst das ja da oben machen. Na, wenn man vielleicht jemanden kennt, so habe ich gedacht, dann kann man das vielleicht dort oben organisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Familie kennt wie die Konrads, die können ja da vielleicht irgendwie dann behilflich sein, dass man das direkt dort oben vor Ort macht und dann gibt man sie da vielleicht ab und lagert sie ein, wenn man das Jahr drauf oder so vielleicht nochmal kommt. Also die Möglichkeiten würde ich da schon ausschöpfen. Ja. Und Spikes für die Schuhe braucht ihr auch unbedingt. Also Michael hat sich dann auch welche gekauft. Ohne diese Spikes, ich hätte überhaupt nicht gedacht, das wäre überhaupt nicht gegangen, weil meine Schuhe, die sind sehr griffig im Schnee, aber nicht griffig auf Eis, überhaupt nicht. Und von daher, das war richtig mega wichtig gewesen. Was wir auch das nächste Mal noch uns anschaffen würden bei so einer Tour, wären wärmere Jacken. Also für mich. Meine war gut, die Jacke war gut. Ja. Wärmere Jacken. Für mich, also zumindestens, also ich hatte die dicke Wellensteinjacke, in der ich noch nie im Leben gefroren habe, aber auch da oben ist die Kälte reingekrochen und da sind wirklich, glaube ich, dicke, fette Jacken oder Daunenjacken, was im Polar
gerecht ist da oben, das wäre schon angebracht. Wenn man da nachts draußen steht und auf die Lichter wartet und man sich kaum bewegt, dann wird es einem doch schnell kalt. Katja und Kai, die haben ja auch solche Pads, also Wärmepads, die man mit Akkus aufladen kann, die man sich in Schuhe stecken kann oder auch in Jackentaschen stecken kann. Die sind auch sicherlich sehr gut und angebracht bei dieser kalten Region dort oben. Und wir waren ja jetzt, wie gesagt, zu so einer Zwischensaison gewesen. Wenn es dann richtig minus 20, minus 30 Grad hat, ist das sicherlich eine gute Sache, auch mit diesen Wärmepads. Ja, und warme Schuhe, das wäre auch das nächste Mal nochmal eine Investition, die wir uns... die ich mir da bestellt hatte, extra dafür, die waren Mist. Die waren wirklich Mist, die haben toll ausgesehen, ich habe gedacht, das sind genau die richtigen Schuhe dafür, nix. Die waren von der Sohle her, ist das kalt geworden, und aber schnell, und dann stehst du da mit eiskalten Füßen, ist nicht lustig. Nee, also da ist es wirklich angebracht, wenn man sich... Ordentliche Kleidung muss einfach sein. Ja, aber da muss man auch Erfahrung sammeln. Wir haben ja gedacht, wir haben die richtigen Sachen, aber das war halt auch meine Stiefel. Die sind wirklich warm, aber eben auch dort für diese Region und für nachts draußen zum Stehen, dafür sind sie zu eng. Also dann braucht man auch Spielraum ein bisschen unten in den Schuhen. Und da würden wir uns auch richtige, so wie der Alex sowas in der Art hatte, diese Salomon-Polar-Schuhe holen. Und dann stehst du wirklich. Und dann, wenn du nicht frierst, macht dir das auch nichts aus, draußen zu stehen. Aber so kriecht die Kälte überall rein irgendwo. Und wir waren dann teilweise, wo wir waren zwei Nächte, einmal Jokkmokk am Stausee, den nächsten Tag am Sörestörfellet. Wo wir wenig geschlafen haben und auch viel draußen waren. Wir waren echt kaputt. Dann nach den beiden Tagen, wir mussten wirklich mal einen Tag Pause machen und auch mal schlafen, weil diese Kälte, die schafft einen auch. Die ist, geht wirklich an die Substanz. Man wird dann, man ist fix und fertig. Ne? Und deswegen, gute Kleidung ist in, für so eine Geschichte eine gute Investition. Das muss man wirklich sagen. Ja, das ist halt, du denkst, du hast gute Kleidung. Ja. Und dann lass es doch nicht. Das ist das Problem. Ist auch ein Kostenfaktor. Ich meine, diese Sachen sind wirklich teuer, aber die hast du einmal und die hast du ein Leben lang. Das ist einfach so. Haben wir noch was? Die Scheibenabdeckung, die wir uns extra gekauft haben, die haben wir gar nicht gebraucht. Nee, die werden wir vielleicht im Sommer benutzen, zum, damit das... Isolieren? Ja. Ja, und wenn die Heizung ging, zu der Heizung, zu dem Thema kommen wir nachher noch, dann hat die super gut geheizt. Also wir hatten nicht irgendwie das Gefühl, dass wir eine Kältebrücke haben. Aber wie gesagt, wir waren auch nicht zu der richtigen, extrem kalten Jahreszeit da. Das muss man auch immer wieder sagen. Nee. Dann haben wir noch gehabt diese Zusatzteppiche, die jetzt hier so rumfliegen. Die habe ich mal noch aufgehoben. Die kommen jetzt weg, die schmelzt fort. Die haben sich natürlich dann irgendwann so gedreht, dieses Gummi hier, klar. Weil man läuft dann irgendwann mal drüber, stolpert drüber und dann fangen die an, sich dann eben umzubiegen. Das hat uns dann am Ende manchmal schon ein bisschen genervt, aber ich würde es nächstes Mal anders machen. Da würde ich mir am Stück so ein Ding zurechtschneiden lassen, so wie unsere Läufer sind. Es war super gut. Es hat unseren Boden also nicht so schmutzig gemacht, den wir drin hatten. Wir hatten noch mal eine zusätzliche Isolierung gehabt und der Dreck blieb eigentlich draußen. Man hat es einfach ausgeschüttelt und fertig aus, ein bisschen abgekehrt und dann war gut. Also dafür waren die schon gut gewesen. Ich würde vielleicht das nächste Mal nicht so Einzelteile haben, wobei die auch ihre Vorteile haben, sondern... Ja, wenn die sich nicht so aufrollen würden, waren die Dinger gut. Ja, die waren einwandfrei gewesen. Aber warum die sich so... Oder? Naja, ist halt Gummi und gut. Also ist auch nicht teuer gewesen, kann man einfach entsorgen, fertig aus. Auf jeden Fall waren die gut. So, womit wir gleich zum nächsten Thema kommen, Thema Heizung. Ihr habt das ja mitgekriegt, wir hatten Fehlermeldung. Und ich hatte das dann gefunden im Internet bei Truma, dass halt eben auch mit der Luftzirkulation Abluft eventuell ein Problem geben könnte bei dieser Fehlermeldung. Und das war auch gut, dass ich das gefunden hatte, sonst wären wir nie drauf gekommen. Nee. Weil normalerweise steht nämlich immer nur da Sprit. Ja, Gas oder Sprit. Also ist alle. Kein Kraftstoff. Ja. Kraftstoff überprüfen oder das Fahrzeug steht zu schräge. Und ich habe das dann glücklicherweise gefunden und das war gut, weil wir haben festgestellt, es liegt Tatsache daran, dass
Die Luftzirkulation muss einfach wirklich gut gewährleistet sein. Es ist Tatsache so, dass ich den Schuhkasten, also an der Treppe oder beziehungsweise die Treppenstufe, die aufklappbare, etwas leerer gemacht habe und danach ging das. Komischerweise, also diese Ablasse, die da drin sind, haben einfach ihre Aufgabe. Es ist ja, halt beim ersten Mal war uns ja diese Kunststofftasche vor den Einlass da hinten davor gefallen. Ich meine, die saugte ihre Luft hier aus dem Van an, erwärmt sie und stößt sie dann hier durch die Auslässe wieder aus. Und die hat halt nichts angesaugt, weil diese Kunststofftasche davor stand. Und dann, als auch dieser Kasten etwas leerer geräumt ist, da ist ja hinten ein Auslass in diesem Kasten drin, in der Treppenstufe, und vorne ist ein Auslass drin, also Gitter. Und man darf die wirklich auch nicht zu voll packen, sonst haut das nicht mehr hin. Und dann gibt es eine Fehlermeldung. Genauso, wir hatten, waren auch mal so ein Teppich davor gerutscht vor einem Auslass, gab es auch wieder diese Fehlermeldung, oder sogar Schuhe haben davor gestanden. Und dann gab es auch die Fehlermeldung. Also es ist Tatsache wohl so, dass das anzeigt, sobald die Luftzirkulation nicht mehr gut gewährleistet ist. Scheinbar, ja. So. Also haben wir das Thema auch hoffentlich gelöst. Dann noch Thema Tanken in Schweden. Schweden und Norwegen. Also Schweden war sehr teuer. 2 Euro. Ja, aber wie bei uns 2,40, 2,50, was hier auch gekostet hat. Ja, 2,60 teilweise auch schon. Ja. Also Schweden war wirklich teuer. Aber das wussten wir ja vorher. Darauf haben wir uns ja eingestellt. Und in Norwegen war es etwas günstiger. Da war die Spanne zwischen 2 Euro und 2,50 Euro. Und da gab es Tatsache, also an den Tankstellen, sehr gravierende Unterschiede. Ja, also bis zu 40 Cent Unterschied an den verschiedenen Tankstellen war da gewesen. Da musste man wirklich, wenn mal eine teure Tankstelle war, dann mal weiterfahren und gucken. Da kam auf jeden Fall dann nochmal günstigere Tankstellen. Da musste man auch halt lernen. Ich habe mir ja hier heute so Spickzettel gemacht. So, Lebensmittel. Ja, ihr habt ja gesehen, ich hatte sehr viel mitgenommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe diesmal extrem viel eingepackt, weil ist egal. Ich wusste nicht, was passiert. Wir sind in der Zeit losgefahren, wo das losging mit dem Krieg. Ich habe einfach ein bisschen mehr mitgenommen. Punkt aus Weihnacht. Wir haben natürlich nicht alles gebraucht, aber wir haben viel gebraucht. Weil, also ihr bekommt dort oben zwar alles, es ist frisches Zeug wie Gemüse, Obst und so, ist wirklich alles gut da. Auch mein Salat, mein Spinat, mein Babyspinat, den ich so gerne esse, den gab es da oben selbst auf dem Dorf. Also da gab es wirklich alles, was frisches Zeug betrifft. Was es nicht so gut gibt, ist Wurst. Also die schmeckt einfach nicht. Da gibt es 2 Sorten so ungefähr, Salami und Kochschinken. Und sehr viel mehr Wurst gibt es da oben nicht. Die sind nicht so Wurstesser, die Schweden. Und auch die Norweger nicht. Also da würde ich das nächste Mal, glaube ich, etwas mehr einpacken. Ja, also und dann Käse. Da habt ihr eine gewisse Auswahl, auch nicht so sehr viel. Und dann sehr große Verpackung. Also da ist der ganze Kühlschrank bald voll, wenn du so eine Packung Käse kaufst, ne? Die hatten teilweise sehr große Verpackungen gehabt. Das muss man auch noch wissen. Frischkäse und sowas, die Auswahl, die wir haben mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Kräuter und Meerrettich und was es alles so gibt, das ist da auch nicht gegeben. Und was es auch nicht so gut gibt, ist Bio. Bio-Fleisch, Bio-Wurst habe ich kaum da oben gesehen. Ja. Das Samengeschäft, da haben wir gut eingekauft. Das war ja gutes Fleisch, ist gesundes Fleisch auch. Also Rentier und Elch. Und die machen das ja auch nur zum Verzehr. Also da wird keine Massenschlachtung oder irgendwas gemacht, sondern das kann man noch vertreten, finde ich. Und da hat das Kilo Fleisch gekostet 30 Euro ungefähr. Elch und Rentier. Ne? Ja. Thema Trockentrenntoilette. Möchtest du dazu was sagen? Ja, gut, was wir so hatten. Also ich möchte den Urlaub so nicht mit einer normalen Chemietoilette mehr machen, muss ich sagen. Weil dadurch, dass da halt kaum Campingplätze offen haben oder Stellplätze offen sind, wo du mal entsorgen kannst, so ein Chemieding, hätten wir uns wahrscheinlich wegen der ganzen Fahrerei mehr Gedanken darum gemacht, wo wir das Teil mal leer machen können, als nach Polarlichtern zu gucken. Und so haben wir uns über gar nichts Gedanken gemacht, weil
mit dem Humus, da mit dem Ding, das haben wir einmal entleert. Und ganz normal, einen Plastiksack und einen Restmüll. Und die Pipi-Box, also das ist kein Problem, da kannst du auch mal eine Tanke oder so auf die Toilette. Ja. Aber wenn du jetzt in die Tanke marschierst mit deiner Chemie-Ding da, der wird dir was erzählen. Jetzt kannst du noch ankommen und sagen, ja, ist alles Bio, ja. Und so mussten wir gar nicht erzählen. Ging einwandfrei. Ja, und es gibt ja auch so öffentliche Toiletten auf Parkplätzen oft. Ja. Kannst du auch einfach benutzen, ne? Da gehst du deine Pipi-Box hinbringen. Ja. Ja. Und von daher, also das war eines unserer besten Investitionen, die wir gemacht haben. Also wir möchten ohne nicht mehr sein. Und dann hatte dann jemand gefragt, wie ist das denn bei Sprühwurst? Ich habe die Pet lang gelegt. Sprühwurst, das fand ich gut. Also, sagen wir mal so, wir hatten nicht direkt Sprühwurst, aber es war auch nicht immer die Konsistenz, die so erwünschenswert ist. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja, man muss es vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr sauber machen. Das kommt dann schon mal vor. Aber was das Thema Geruch betrifft oder so, dann müsst ihr halt einfach die, oder muss man halt einfach die, na, Abluft anlassen. Ja, also so eine Trockentrenntoilette ohne Sog würde ich nicht empfehlen. Weil dann heißt es immer, das riecht nicht, ja, es riecht nicht nach Hinterlassenschaften. Nein, das macht es nicht. Aber es riecht mit der Zeit nach einem modrigen Waldboden und das ist auch nicht so prickelnd. Nee, und wenn du da keine Abluft drin hast, finde ich, also, wir sind froh, dass wir sie hatten. Wir haben das Ding teilweise rund um die Uhr dann auch laufen lassen. Und dann hast du überhaupt nichts mehr gerochen. Und dann hast du gar nichts gerochen. Und dann ist das in Ordnung. Was wir auch nicht gemacht haben, sind diese... Die Kaffeefilter da. Kaffeefilter reingelegt, ja. Das haben wir nicht gemacht, weil wir haben einmal ein kleines Stückchen Toilettenpapier ist uns... reingefallen, ja. Und das... wollten wir dann nicht wieder rausholen. Nee. Dann, aber das hat uns dann doch ein bisschen das Leben schwer gemacht, weil es hat sich sehr schlecht kurbeln lassen, es hat sich auch nicht richtig aufgelöst und also nee. Und da haben wir gesagt, die anderen Dinger, vielleicht lösen die sich natürlich ein bisschen eher auf, möglicherweise ist anderes Papier, aber es macht die Toilette voller, es lässt sich viel schwerer dann drehen und nee, also wir haben es nicht benutzt, wir haben es auch nicht gebraucht. Nee. Es geht wunderbar so, ne? Also, Trockentrenntoilette, ein Schneehaufen hat man dran geglaubt. Der hat mal ein paar Liter abgekriegt, ja. Aber wenn da irgendwo ein Elchen pinkelt, der pinkelt mehr als das, was wir da in der Box drin haben. Ein einziger Schneehaufen war das mal. Da hat man ein bisschen Angst, dass das eventuell dann zu voll werden könnte und dann... Ja, war aber gut. Aber egal. Ja, genau. So, die Vor- und Nachteile in dieser Zeit zu reisen sind, also wir hatten die Zwischensaison. Was die Nachteile sind, du hast keine schneeverhangenen Bäume mehr. Du hast ein bisschen viel Grau, Matsch. Ja, viel Dreck. Ja. Den Dreck, ne? Du hast viel Auto Eis. Das Auto hat ausgesehen. Ja, das Auto war heftig. Ja, und in Schweden gab es auch keine Möglichkeit, das irgendwo mal... Ja, wir haben keine gesehen, sagen wir mal so. Na, wir haben ja gefragt. Ja. Also die machen das nicht so. Das ist doch nicht so. Wir wollten das gerne mal von dem ganzen Salz und allem befreien, aber... Naja, auf jeden Fall, das ist der Nachteil. Du hast halt nicht mehr diese Kulisse, ne? Diese schneeverhangenen Bäume und so. Das ist halt Schnee nicht mehr so. Schnee hat man reichlich, aber halt nicht mehr so. Ja. So, und was dann auch noch ein Nachteil ist, diese Campingplätze hatten zum Teil eben, wir haben fast gar keine gefunden, die offen hatten. Wir haben ja natürlich auch nicht so explizit gesucht. Nee, braucht man nicht. Aber die wir angefahren sind, da haben viele eben auch schon nicht mehr so offen gehabt, weil es ist Zwischensaison. Es ist halt nicht Winter, also da in den Skiregionen ist kein Winter mehr richtig. Ja. Da waren die Lüfte auch alle zu und ja, ist aber auch noch kein Frühling. Also dann machen natürlich da auch viele wahrscheinlich Urlaub und machen mal zu und machen mal Pause. Das war so nochmal, wenn jemand einen Campingplatz braucht, ein Nachteil.
Was gut war, ein Vorteil war, wenig Verkehr, wenig Wohnmobile. Du hast überall alleine fast gestanden an den schönsten Plätzen. Ja. Bist dann nie irgendwo mit dem Fotografieren vielleicht oder wie auch immer in die Quere gekommen. Das war also wunderbar. Park for Night funktioniert gut. Ja. Zeigt die Tankstellen an, wo man Wasser holen kann. Ja. Weil das hat gut geholfen, weil das ist ein Thema, weil halt so wenig Stellplätze oder Campingplätze offen sind, dass du irgendwo Trinkwasser herkriegst. Ja. Und das ist halt bei den Tankstellen, gibt es welche, die haben so beheizte Kämmerchen da mit dabei und da kannst du dann dein Wasser holen. Und da gab es auch Luftdruck, was du alles dann so messen kannst. Das war übrigens, da hatten wir großes Glück mit unseren Reifen. Das hätte auch nochmal in die Hose gehen können. Ja. Aber wie gesagt, also Park von Night, da findet ihr also auch eben Rastplätze. In Schweden ist ja eigentlich das Freistehen nicht erlaubt. Es wird aber im Winter geduldet, da sagt keiner was. Und in Schweden, was ein bisschen schade ist, dass eben viele schöne Spots nicht geräumt sind. Nee, wird einfach nicht. Und da hat der Alex auch schon im Video ja gesagt, dass sie da noch mal dran sind, dass man da vielleicht ein bisschen mehr tut, damit man eben auch die Camper im Winter ein bisschen anlocken könnte. Das war ein bisschen einfach schade, weil man braucht halt für das Fotografieren halt auch, oder um Polarlichter zu sehen, braucht man halt auch gute Spots, ne? Gute Sicht und so weiter und so fort. Und wenn man welche fotografieren möchte, möchte man auch einen schönen Hintergrund irgendwie haben oder so. Und diese ganzen schönen Parkplätze, die es so gibt, die waren halt leider eben oft nicht geräumt. So, kommen wir noch zum letzten Thema. Und zwar ist das die Fotografie und die Filmerei und überhaupt Polarlichter. Wollen wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Also, vorab möchte ich noch sagen, wenn unsere Videos kommen, dann sind die nicht immer zeitnah, weil das im Urlaub nicht möglich ist. Ja, wir haben halt kaum WLAN gehabt. Es war nur, wo wir mal beim Alex gewesen sind und beim Hardy, da hätten wir auch WLAN haben können. Aber ansonsten, und auf dem Campingplatz, wo wir einmal waren, hatten wir WLAN. Ja, schlecht. Und ja, genau. Dann kommt noch dazu, dass es nicht das Schnellste manchmal ist. Ja. Es ist im Urlaub wirklich schwer. Wir sind auch technisch nicht so ausgerüstet wie Kai, der über mehrere Monate dort ist, der sich da ein ganzes Equipment angeschafft hat, um dauerhaft Videos zu posten. Er lebt davon. Ja. Das ist sein Job. Für uns ist es ein Hobby. Und ich möchte auch nicht im Urlaub jeden Tag, ich brauche für so einen Film schon recht lange, also man kann schon davon ausgehen, 5 bis 6 Stunden braucht man, Bilder ausselektieren, Bilder bearbeiten mit einem Bildbearbeitungsprogramm, die Videos schneiden, aussuchen, rüberspielen, allein schon das Überspielen von den Karten auf dem Laptop und so weiter. Es braucht einfach richtig viel Zeit. Das kann ich nicht immer zeitnah machen. Und deswegen überschneiden sich unsere Videos natürlich auch manchmal. Und dann haben wir gesagt, das Wetter ist schlecht. Wir können leider nicht hoch. Und das war so, weil wir können schon Wetter-Apps lesen. Und wir glauben denen, wenn alle Wetter-Apps das Gleiche zeigen, glauben wir denen das auch. Deswegen war das zeitversetzt. Kai war zu einer ganz anderen Zeit dort oben und hatte das Glück, schönes Wetter zu haben als wir. Und also das ist halt, das möchte ich einfach nur mal vorab sagen. Wir sind nicht immer zeitgleich mit den Videos. Ich sitze jetzt hier zu Hause und mache alle Videos nach und nach in Ruhe. Hier habe ich mein Internet, hier habe ich alles, hier habe ich jetzt auch, nehme ich mir auch die Zeit dazu. So, um Polarlichter zu sehen, braucht man? Du hast es am Anfang schon gesagt. Das kann man nochmal sagen. Glück. Und Geduld. Ja. Guten Spot. Gutes Wetter. Perfektes Wetter ist wolkenlos, klare Nacht. Sonnenaktivitäten. Wenn es geht, kein Vollmond. Genau, dann kommt noch der Mond dazu. Dann überhaupt irgendwo, wenn es geht, im Dunkeln stehen, wo wenig Lichtquellen sind. Kein Wind. Ja. Kommt auch noch dazu. Also es kommen so viele Sachen, die passen müssen. Das ist einfach wirklich eine Glückssache. Und deswegen sind wir auch so froh, dass wir diese 5 Tage hatten, wo wir sie gesehen haben. Ja.
Ja, davon hatten wir dreimal schöne Polarlichter gehabt. Zweimal waren sie nicht so bewegend und leicht nur, aber egal, wir haben sie gesehen. Das ist schwer. Das ist nicht so einfach. Und dann braucht man halt natürlich auch ein gutes Equipment. Ja, man braucht also lichtstarke Objektive, damit ihr so wenig wie möglich mit ISO hochgehen müsst. Wenn ihr filmen wollt, eine Kamera, die also wenig Rauschen hat. Ne? Tja. Das ist auch wichtig. Also ja, da gibt es schon preisliche Unterschiede bei Kameras, gerade fürs Filmen. Ich habe dann noch den Fehler gemacht, ich habe mit einer relativ hohen Verschlusszeit gearbeitet, die immer so angegeben wird, das Doppelte, ne, von der Framerate. Ja. Da hätte ich mal ein bisschen runtergehen können, habe ich mittlerweile erfahren. Also das hätte es natürlich vereinfacht oder vereinfacht. Aber habe ich mich nicht getraut, habe ich nicht gemacht. Und von daher sind die Filmaufnahmen einfach nichts geworden. Und das ist halt natürlich schade, weil toll ist es natürlich, wenn man auch nochmal sich zu Hause diese bewegenden Bilder halt eben angucken kann. Aber das nächste Mal sind wir halt schlauer, da würde ich auch anderes probieren, vielleicht auch nochmal ein anderes Objektiv nochmal kaufen. Also so lichtstark wie es geht, eine große Blende wie möglich. Wir haben ja das 50 mm von der Nikon, das 1.18. Das ist ja ein super Objektiv. Das Problem ist halt nur, es ist kein Weitwinkel, sondern ein Standardobjektiv. Wäre jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn du genau dein Licht da hast. Und dann hast du natürlich, weil unser Lichtstärkstes an der Sony hat 1:2.8. Das sind drei oder vier Blendenstufen. Das ist das Weitwinkel. Das ist enorm. Und Weitwinkel ist schon von Vorteil. Man kann guten 50er Festbrennweite nehmen, aber es ist natürlich, ein Weitwinkel ist von Vorteil, weil die ja oft von überall kommen und dann hast du mehr Möglichkeiten eben zu fotografieren. Aber da reden wir über richtig Geld. Ne? Ein Weitwinkel mit 1.18, wenn es das überhaupt gibt. Ja, also man kann da ins Grenzenlose investieren. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Je bessere Qualität man hat, desto schönere Bilder und Videos. Aber uns geht es ja darum, wir wollen uns erinnern an diese Zeit und dafür reicht das allemal aus. Und mit dem Film, da werden wir das nächste Mal noch ein bisschen üben. Das kriegen wir auch noch irgendwo hin. Ne? Ja, wir haben ja auch zeitweise gar nicht fotografiert oder gefilmt, sondern einfach nur mal geguckt, uns das mal angeguckt, weil sonst hängst du nur an deiner Kamera, du weißt gar nicht, was du gesehen hast. Nee, das haben wir schon gemacht. Wir haben uns dann einfach hingestellt und haben Kamera sehen lassen und haben gesagt, so jetzt, gerade wenn die dir so auch über dir sind und so, ne? Das sind ja nur kurze Momente. Ihr müsst euch vorstellen, diese Polarlichter sind vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Minuten. Bei uns war das so, ja. Und dann gab es immer wie so eine Welle. Ne? Also wenn du gemerkt hast, die kommt von überall, von allen Seiten zeigt sich das Polarlicht, dann wusstest du, jetzt gibt es wahrscheinlich gleich einen Ausbruch. Ja. Und dann kamen die, das kannst du gar nicht fassen, was dann passiert. Ne? Und da kannst du überall hingucken und das ist irre, was da passiert. Und dann war Ruhe. Danach war Ruhe. Manchmal dauern sie auch nur 3 Minuten, manchmal 5 Minuten. Und dann ist Ruhe, dann sind die weg. So, und dann stehst du da und wartest und wartest und wartest und wartest und willst das natürlich nochmal erleben. Und bei uns war das immer so, wenn es einmal so einen richtigen Ausbruch gab, dann kam keiner mehr. Also das, was danach kam, war immer schwächer. Ja. War dann nicht mehr so stark wie dieser eine Ausbruch. So, deswegen, du hast nicht viel Möglichkeiten. Ne? Du musst das dann auch mal genießen können, hinzustellen und sich das anzuschauen und dieses Naturspektakel zu erleben. Und nicht immer nur an der Kamera hängen. Ja. Das ist einfach schade irgendwo. Ne? So, also das ist schon ein super tolles Erlebnis, sowas. Und wir haben uns also diesen Traum auf jeden Fall schon mal erfüllt, möchten uns das gerne noch mal angucken und wenn wir die Möglichkeit haben. Aber wir haben es gesehen und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich will jetzt noch mal ganz kurz sagen, es gibt Apps für die Polarlicht, wenn ihr fahrt. Wir hatten, also unsere beste App war Polarlicht, heißt das. Das ist, nennt sich einfach Polarlicht und da hat man halt, man kann schauen, wo das Polarlicht kommt. Also wir sind natürlich jetzt hier in Cottbus, da ist nichts zu sehen. Aber wenn es dann abends anfängt,
Und dann sieht man dann hier oben, dann kommt das Grün und dann sieht man, wie das hier so rüberzieht und kann sich schon ausdenken, wann es ungefähr kommt. Dann hat man hier nochmal eine Einstellung, wie hoch die Kapazität ist, also die Intensität meine ich jetzt, der KP-Wert, ne? Da geht so von 1 bis 7 war das höchste. Und dann hat man Wetter und dann hat man, ja, was dann in Zukunft, also in dem nächsten Tag oder am Abend passiert. Heute haben wir zum Beispiel einen KP-Wert von 5,0. Das ist ordentlich, das ist viel. Aber natürlich nicht bei uns. Das ist da oben. Ja. Und hier kann man gucken, wie sich die nächsten Tage verhält. Also da kann man sich so ein bisschen richten. Also das hatte auch der Alex, die App. Die ist sehr gut. Polarlicht heißt die. Die anderen Apps würden wir nicht so unbedingt empfehlen. Zeige ich auch gar nicht erst. Das war die beste. Und ja, es ist von Vorteil auch, wenn man sich ein bisschen vorher vorbereitet, wie man Polarlichter fotografiert, weil es ist ja alles mit Langzeitbelichtung. Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen ist es schlecht, wenn Wind ist, weil dann wackelt es. Ja, okay. Man hat ungefähr zwischen 4 und 8 Sekunden und die Einstellung gehabt. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn das dann wackelt, dann wird das Bild halt eben auch dementsprechend nicht schön. Und es ist auch schwer, Timelapse in der Zeit zu machen mit dieser Langzeitbelichtung. Also da braucht man dann schon eine ganze Nacht mit viel Aktivitäten, dass man dann Timelapse machen kann. Also ich zeige euch nochmal das Buch. Das hatte ich euch ja schon mal in einem Video schon vor längerer Zeit gezeigt. Das ist von der Katja. Die zeigt auch Polarlichter da drin, aber die zeigt eben auch Astrofotografie, Nachtfotografie. Wenn man sich damit vorher schon ein bisschen beschäftigt, mit Nachtfotografie, dann ist das nicht mehr so schwer mit dem Polarlicht. Dann hat man schon so ein bisschen Informationen und hat ausprobiert, ne? Ja. Und da aus diesem Buch kann man auch wirklich sehr gut lernen. Ja, unsere Urlaubszeit ist, also unser Haupturlaub ist rum für dieses Jahr, also für das nächste halbe Jahr. Im Herbst werden wir nochmal einen längeren Zeitraum eventuell fahren. Und es war toll, es war schön. Jetzt gibt es noch Kurzreisen, Kurztrips. Ich werde auch mal Michael wieder besuchen bei der Arbeit und ihn dann mit Köstlichkeiten vielleicht. Möchtest du was anderes sagen? Nein, nein. Verwöhnen, also dass er auch ein bisschen mal bekocht wird. Und unser Hund ist ja auch nicht mehr so jung. Und die Zeit, die wir noch, die gemeinsame Zeit, die wir noch haben, die wollen wir auch noch ein bisschen gemeinsam genießen, ne? Ja. Ja. Also, ihr Lieben, dann sehen wir uns demnächst bald wieder. Wir wünschen euch eine gute Zeit, einen schönen Frühling mit vielen schönen Erlebnissen, tolle Touren, bleibt gesund. Gute Erholung für alle und bis demnächst. Ne? Genau. Mhm, kannst du mal.